Ladies and gentlemen, please welcome Chairman of the Board, Volkswagen Group, Professor Dr. Martin Winterkorn. Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin sicher, Sie alle haben sich auf diese IAA 2015 genauso gefreut wie ich. Auf faszinierende Autos, auf neue Technik und auf viele Begegnungen und Gespräche. Aber in diesen Tagen geht es hier in Frankfurt um mehr. Angesichts der großen gesellschaftlichen und technologischen Umbrüche erwarten, ja fordern die Menschen neue Antworten, neue Lösungen und neue Wege von uns. Die vergangenen 60 Minuten haben gezeigt, wir im Volkswagen-Konzern gehen diese neuen Wege. Wir arbeiten an diesen neuen Lösungen und wir geben diese neuen Antworten. Nehmen Sie die Elektromobilität. Der Porsche Mission E und der Audi e-tron Quattro sind nichts weniger als Quantensprünge in unserer Industrie. Über 500 Kilometer Reichweite bei so viel Performance und Fahrspaß, das ist Kundennutzen pur. Der Tiguan GTE steht dafür, wie wir den Plug-in-Hybrid jetzt konsequent in weitere Klassen und Segmente bringen. Und mit V-Charge präsentiert Ihnen Volkswagen die Zukunft des Ladens. Und auch Porsche ist dabei, mit nur 15 Minuten Ladezeit einen gordischen Knoten der E-Mobilität zu lösen. Schon heute verfügt unser Konzern über die breiteste Elektroflotte der Automobilwelt. Aber hier in Frankfurt kann ich Ihnen ankündigen, noch vor Ende dieses Jahrzehnts werden wir 20 weitere Elektroautos und Plug-in-Hybride auf den Markt bringen. Vom Kleinwagen bis zum nächsten Phaeton und Audi A8. Das heißt, 20 neue E-Modelle bis 2020. Ich glaube, klarer kann man sich nicht zur Elektromobilität bekennen. Und in Richtung Politik sage ich, die richtigen Fahrzeuge sind da. Jetzt braucht es auch die richtigen Rahmenbedingungen, damit sich diese Schlüsseltechnologie auch durchsetzen kann. Auch das zweite große Zukunftsfeld, die Digitalisierung, ist längst Teil unserer DNA. Und auch hier sprechen unsere Neuheiten eine klare Sprache. Der neue Audi A4 und SEAT Connect Range zeigen, bei uns haben Connectivity und modernstes Infotainment in allen Marken und in allen Klassen Einzug gehalten. Unser Konzern hat bereits die größte vernetzte Fahrzeugflotte auf der Straße. Und wir gehen weiter. Bis Ende dieses Jahrzehnts machen wir jedes unserer neuen Autos zum rollenden Smartphone. Und damit eben wir nicht zuletzt den Weg für eine der faszinierendsten Technologien unserer Zeit, das automatisierte Fahren. Audi und Volkswagen sorgen dafür, dass unsere Kunden möglichst schnell davon profitieren. Auf der Autobahn, im Stop and Go und wie Sie gesehen haben, auch bei der Parkplatzsuche. Und unsere Assistenzsysteme stehen dafür, dass wir das Fahrzeug so sicher machen wie nie zuvor. Und zwar so, wie Sie es von Volkswagen erwarten, nicht nur in der Oberklasse, sondern für jedermann. Und bei uns sind wegweisende, intuitive Bedienkonzepte wie die Gestensteuerung im Golf AirTouch keine Science-Fiction, sondern schon in kürzer Realität in unseren Autos. Erreichbar für jeden, mit echtem Mehrwert für die Menschen, für unsere Kunden. Ja, meine Damen und Herren, hocheffiziente Diesel und Benziner. Das gesamte Spektrum der alternativen Antriebe. Connectivity und das automatisierte Fahren. Big Data, smarte Mobilitätsdienste und Carsharing. Neue Werkstoffe und immer effizientere Produktionsverfahren.
die Automatisierung mit Augenmaß in der Fabrik 4.0. Unsere Data Labs in München und San Francisco und bald auch in Berlin, Wolfsburg und Peking. Und unsere große globale Digitalisierungsoffensive im Vertrieb. Damit machen wir auch unsere über 2000 Handelsbetriebe in Deutschland zu den modernsten der gesamten Branche. Ich persönlich kann mich an keine Zeit erinnern, in der wir parallel an so vielen, so vielversprechenden Themen gearbeitet haben wie heute. Sie sehen, bei Volkswagen herrscht Aufbruchsstimmung. Wir sind dabei, Europas größten Automobilkonzern neu zu erfinden. Technologisch, wirtschaftlich und auch was die Strukturen angeht. Jetzt zahlt sich aus, dass wir mit Future Tracks die ersten waren, die den Wandel des Automobils zum Thema Nummer 1 im Konzern gemacht haben. Hier in Frankfurt sehen Sie erste konkrete Ergebnisse von Future Tracks. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist nur der Anfang. Ich weiß natürlich, dass Sie alle sich in diesen Tagen intensiv mit den neuen Playern auf dem automobilen Spielfeld beschäftigen. Wir tun das auch. Aber dass sich die großen IT-Konzerne für das Auto interessieren, zeigt mir vor allem, unser Kernprodukt ist hochattraktiv. Und Sie kennen uns, wir von Volkswagen lieben den sportlichen Wettkampf um die beste Lösung. Aber ich sage auch, Volkswagen bleibt im Driver Seat. Mobilität in all ihren Facetten wird auch im digitalen Zeitalter unsere ureigene Domäne und Leidenschaft bleiben. Zum Schluss ist mir wichtig, auch wenn viele das Gegenteil behaupten, die Leidenschaft fürs Automobil ist um keinen Deut geringer geworden. Aber die Leidenschaft der Menschen fürs Auto verändert sich. Natürlich werden ein Bentley, Bentayga, ein Bugatti, ein Lamborghini und ein Porsche 911 immer ihren Platz in der Automobilindustrie und im Herzen der Menschen haben. Aber auch in der Automobilspitze gilt, immer schneller, höher, weiter reicht nicht. Technologische Führerschaft definiert sich nicht mehr nur über PS und Drehmoment. Der Spaß am sparsamen, emissionsfreien Fahren, die Freude an der Vernetzung, die das Auto zum Teil des digitalen Lebens macht, die großartigen Möglichkeiten des automatisierten Fahrens, das, meine Damen und Herren, ist die Währung der kommenden Jahre. Hier entscheidet sich die Zukunft unserer Branche und des Automobils. Und deshalb arbeiten wir an all diesen neuen Themen mit der gleichen Intensität und Leidenschaft wie an perfekten Spaltmaßen und an den besten Verbrennungsmotoren. Lassen Sie mich es so sagen. Wir bringen die Präzision, die Werthaltigkeit und die Qualität unserer Autos in die neue digitale Welt. Und ich persönlich kann mir keine spannendere Aufgabe vorstellen. Dabei bin ich mehr denn je davon überzeugt, unsere Marken verkaufen nicht nur Autos und Technik. Sie stehen für eine Haltung, für ein Lebensgefühl, für echte, bleibende Werte. Und das ist für unsere Mannschaft und für mich Verpflichtung und Ansporn. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, macht den Unterschied. Jetzt vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen allen eine wunderschöne, gute IAA 2015.